Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Dr. Gamble. Ich spiele heute mal wieder Days After. Aber hier ist gerade wieder Wartungsarbeiten. Immer am Dienstag, wenn... Was? Dienstag? Nee, keine Ahnung. Naja, egal. Dann warte ich halt so lange, bis die Wartungsarbeiten fertig sind. Und ich bin gespannt, was passiert, weil ich habe das letzte Mal am Donnerstag gespielt. Nee, am Freitag noch mal ganz kurz. Und ich habe den Hunden nichts mehr zum Essen gegeben. Also die haben jetzt zwei Tage Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, gestern, vorgestern war der letzte Tag gewesen, wo sie was zum Essen hätten. Deswegen mal schauen, was dann passiert. Aber erstmal warten, bis die Wartungsarbeiten fertig sind. Also bis gleich. Okay, dann schauen wir mal, was die Hunde so machen, wenn man denen nichts zum Essen gibt. Nehmen, das heißt, ist vorbei, okay. Okay. Okay, noch was? Da ist ein Hund. Und hier, Essen leer. Also, die sind noch da. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Oh. Voll. Ich höre nichts. Ich habe ja auch gar kein Headset drauf. Ah, schon besser. Oh, ich habe Hunger. Oh, ich brauche Essen, obwohl ich nicht online bin dann. Machen wir gleich. Oh, ich habe nichts zum Essen. Nur das hier. Was wollte ich machen? Tasche. Packen wir das da rein. Genau. Ach, das kann ich auch essen. Zack, Essen voll. Meine Güte. Von nur ein Steak essen ist das Essen. Ist meine Nahrung hier oben schon voll. Das ist gut. Und dann brauche ich nur noch etwas. Holzbrett und die grünen Dinger fehlen da. Und hier Nägel, Seile, Schrott. Ich probiere mal erstmal hier. Okay, der scheint voll zu sein. Jawohl. Und der noch nicht ganz jetzt. Kann ich das schon mal da reinpacken? Das da rein. Scharnieren brauchte ich bei denen auch, ne? Ne, nur Metall. Hier, Nägel war hier. Einmal Nägel, Metall, Holzbretter. Ach je, was mache ich hier eigentlich? Wollen wir doch erstmal die Sachen hier. Werkbank wäre als nächstes. Ah, Holz, Metall, Seil. Und Klebeband.
Klebeband habe ich hier zwei. Schön. Dann fehlt noch also Holz. Packen wir mal hier rein. Ich glaube, da habe ich noch nichts ausgerüstet. Nein. Holz, Metallschrott war das. 10-mal. Okay. Da brauche ich auch noch Holz. Und ich brauche eine Mütze. Brauche ich auch noch zwei Seile für. Stoffe auch. Habe ich überhaupt Stoff noch? Ich glaube nicht. Stoff ist zwei Seile. Ach ja. Wieder alles hier auseinandernehmen. Zwei Seile. Ich bin ja irgendwie total lost gerade. Oh, meine Hütte, wie sieht die aus? Da brauche ich noch alles. Hier brauche ich Nägel. Warte mal, den habe ich doch. Tada! Holz, Nägel und Stoffe. Ich würde mal sagen, ich nehme noch eine zweite Waffe lieber mit, wenn ich jetzt gleich Flammenwerfer? Ach, eine Nagelpistole, kein Flammenwerfer. Eine Pistole. Eine Keule. Keule ist fast kaputt. Dann nehmen wir doch die Keule mit. Aber ich muss die Sachen hier lassen, sonst kann ich nicht so viel tragen. Ich brauche noch mehr Energie. Gib mir Energie. So, machen wir das so rum. Ich denke mal, das. Was haben wir hier noch? Weiter. Alles nehmen. Da stand übrigens 4 Tage nicht gestorben, als war ich vor 4 Tagen das letzte Mal online. Alles nehmen. Nein, geht nicht alles. Muss ich Geld bezahlen. Also mit denen. Nur Schrott. Guck mal, da haben wir schon unser Schrott auf jeden Fall. Mit dem Schrott da drin haben wir schon 8. Ich brauchte glaube ich 10. Da ist es. 10. Genau, also 20 mal Holz brauche ich noch, 2 blauen Kleber und 2 mal Metallschrott. Und da brauche ich auch noch Holz. Ganz viel. Dann latschen wir mal los. So, wir sind jetzt gerade im Fichtenwald gelaufen.
brauche also auf jeden Fall, ich würde sagen, mindestens 40 mal Holz. Bären können wir auch mitnehmen. Das sind viele. 1, 2, 3 Zombies. Auf jeden Fall brauche ich den Kleber noch und zweimal Metall. Metall kriege ich ja in der anderen Gegend. Ich bin jetzt erstmal nur hier wegen des Holz. Stein brauche ich nicht. Fleisch wäre auch nice für die Hunde, damit die wieder was zum Essen haben. Bär nehme ich mal mit für mich zum Essen. Erschrocken wegen der Musik, deswegen schnell wieder umgezwitscht. Ah, endlich Essen für die Hunde. Wie viel Holz habe ich jetzt? 27. Ah, ich denke mal, es würde eigentlich schon reichen. Verwenden. Packe ich mal schnell hier rein. Während des Kampfes essen, das ist auch cool. Bitte, blauer Kleber. Upsa. Ich bin auch so sehen auf den Knopf gekommen zum Vorwärtsgehen. Okay, Seil. Okay, noch ein Holzstück kann ich nehmen und dann ist die Tasche voll. Jetzt ist wieder ein bisschen leerer. Okay, spannend.
gut, spannend. Gut, schnell mal. Ja, ich möchte den Ort verlassen. Schnell wieder nach Hause. Und da sind wir auch schon. Hunde, ich habe für eine Stunde was zu essen für euch. Schmeißen wir den erstmal rein. Da hatte ich ja auch noch was. Naja, egal. Verwenden. Noch. Ich würde mich schlafen, den König Trottel. Ach Mensch. Auf jeden Fall habe ich jetzt die brauche ich ja nicht. Ich brauche noch Kleber. Hier müsste Metall. Ich packe mal da Metall hin. Damit ich das dann nicht vergesse. Metall. Das sind die vier Sachen, die ich brauche. Allerdings noch zwei Metall und zwei. So rum oder so rum. Zwei. Zwei Metall und zwei Kleber noch. Zwei Metall, zwei Kleber, dann ist der fertig. Ein Stoff habe ich. Für die Mütze brauchte ich zwei Stoff oder zwei Stoff. Ach nee. Was soll ich mit dem Fett? Wofür war das gewesen? Da war doch hier hinten irgendwo für. Das Fleisch brauche ich für die Hunde. Kann ich hier gar nicht benutzen. Ach, guck mal, ich hab doch. Da habe ich noch Metall auf jeden Fall. Hier brauche ich die Holzbretter. Ach, guck mal, ich kann das schon fertig machen. Machen wir es einfach fertig. Metall, Seile,
Okay, die Werkbank ist fertig. Da ist er. Da kann ich endlich Bretter herstellen. Schön. Wo setze ich die hin? Ich setze die Werkbank. Das ist das Haus. Draußen am Haus. Ah, okay. Ein Brett. Schuppi. Da. 6 Holzbretter. Jetzt brauche ich noch mehr Holz. Jetzt brauche ich richtig viel Holz. Ja, Leute. Jetzt muss ich hier wieder reinlaufen und in den Fichtenwald. Und ich muss ohne Ende Holz sammeln. Die beiden brauche ich, die kann ich nicht hier abwerfen. Also Stein brauche ich nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich 2 Tage so durchgehend laufen. Fichtenwald reinrennen, Holz holen, zack, weiter. Also dann, bis gleich. Okay, wir sind wieder hier. Probier ein bisschen den Zombies aus dem Weg zu gehen. Ich habe nur 25 Leben, HP, Lebensenergie und ich habe nichts mehr zum Essen. Okay, den. So zu essen ist zwar ein bisschen doof, aber mir bleibt da nicht viel übrig. Warte mal, Kürbis. Ah ne, der gibt Kerne, ne? Ein Kürbis habe ich. Okay. Wieder ein Kürbis und noch ein Kürbis. Gut. Schon mal 2. Dann putze ich mir da jetzt mal 2 Kürbisse. Insgesamt 3. Einen habe ich ja schon. Und das war's auch schon. Naja, ein bisschen mehr HP. Gegen ein Zombie könnte ich vielleicht kämpfen. Da oben, das sind 3. Die werde ich nicht schaffen. Vielleicht droppen die ja was Gutes. Fleisch für die Hunde? Nein, natürlich nicht. Handschuhe kaputt. Ah, jetzt muss ich auch noch Handschuhe. Hatte den eigentlich auch noch kaputt. Habe ich schon mal ein bisschen mehr Holz. Handschuhe und Mütze brauche ich.
Und die Hose auch kaputt. Na, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Scheiße, er hat keine Hose gehabt. Ach je. Ich dir noch. Boah. Das ist ja jetzt richtig knapp gewesen. Das Wildschwein. Schnell alles nehmen und abhauen. So, jetzt ist gleich. Tage ohne Todesfälle 4. Okay, ich muss hier meine Dinger reinschmeißen. Ach Mensch, die sind in der Tasche. Brombeeren. Okay. Ja, ich habe euch schon ein Stück Fleisch hingelegt. Das müsste erstmal reichen. Holz. Schauen wir überall nach, wo ich noch Holz brauche. Hier brauche ich noch Holz. Hier brauche ich Holz. Ich habe immer noch zwei Holz. Hier brauche ich kein Holz mehr. Muss das für ein Pilz kommen. Die machen minus 1 Dingens. Okay, dann muss ich erstmal schauen, was ich für Sachen herstellen kann. Das Schöne ist bei Sachen herstellen ist, die können auch in der Truhe liegen. Oder? Ich brauche Hose, Handschuhe, Mütze. Hose. Brauche ich 5 Gras. Habe ich doch. Weiß ich, die können ja drüber liegen bleiben. Anscheinend nicht. Dreimal Papier. Na, guck mal, jetzt kann ich. Ach, ich war bei der falschen Mütze gewesen. Ach nein. So weit bin ich ja noch gar nicht. Hose. Mütze. Handschuhe. Ausrüsten. Ausrüsten. Okay. Jetzt fehlen noch die Handschuhe. Und Holz. Ich brauche ohne Ende Holz jetzt. Also ich werde jetzt ein bisschen weiterspielen, nur noch Holz holen. Und das werdet ihr übermorgen sehen, am Donnerstag, wie weit ich gekommen bin. Dann sag ich mal, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.